So, einen wunderhübschen hier auf jeden Fall. Ich bin hier wieder mal mein Motorradclub. Im letzten Ding habe ich ja gesagt gehabt, dass wir diese Vorratsmission in dem Fall hier separat machen. Also wir holen jetzt, warte mal, muss ich Minus drücken hier. Wir holen jetzt quasi. Wieso gehen das jetzt nicht? Hallo? Wieso kann ich denn keine Vorräte holen? Erstmal ein Getränk bestellen hier. Komm, schenk mir mal einen ein hier. Griechischer Wein. Wir wollen alle schön besoffen und stinken wie ein Schwein. Warum kann ich das jetzt nicht holen, Alter? Was ist denn mit dir? Aufstocken. Stock die Scheiße auf. Stock die Scheiße auf. Was bist denn du für ein... Ne Geht nicht. Hier drücke, geht nicht. Das ist doch schon wieder eine Total-Fail-Folge hier. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Dann holst du das auf deinen Scheißdreck doch selber. Leckst du mich am Arsch, hol ich dir halt keine Vorrede. So was Bescheuertes. Spiel ich mir ein bisschen in meinem Büro meinen Fußnagel rum und das ist gut. Oder klotzt mir meine ganzen Bilderchen hier an der Wand an. Ja, so was Beklopptes, ey, echt. So geht denn das nicht? Muss mal rausgehen hier. Rausgehen aus dem Bunker. Hat man sich so einen Schuppen gekauft hier. Prost, ne? Und dann geht das natürlich demzufolge nicht hier. Das ist ja unfassbar, ey. Unfassbar. Unerzogen ist das. So. Clubhaus kann mit einer Motorrad-Tuning-Werkstatt ausgerüstet werden, indem du persönliche Motorräder modifizieren kannst. Und das habe ich schon im letzten Video erzählt. Warum zeigst du mir das jetzt? Legal Geld verdienen. Naja, ach, egal. Konkurrenzgüterkämpfe. Kann ich mal am Arsch lecken. So. David Gamer hat das Spiel verlassen. Aha. Ich denke, du bist noch gar nicht drin im Geschehen. So, was ist eine Frechheit hier. Schatzsuche können wir auf jeden Fall noch machen. Wir können hier eine Schatz. Was war denn das jetzt wieder? Ah, hat ein Abo hinterlassen. Vielen, vielen Dank für dein Abonnement. Geil, dass es vor allen Dingen auch angezeigt wird hier. Und das auch noch mitten in der Folge hier. Also, du bist jetzt schön in der Aufnahme mit drin, Kollege. Schnürschuh. Gianluca Erico. Hört sich an wie Erektion. Nichts falsch verstehen, bitte. Lost. Wer ruft wen an? Die Uhrzeit? Okay, kann ich immer noch. Ach so. Ich dachte jetzt in V-Live. Wieso kann ich das immer noch nicht machen hier? Das ist auch immer noch ein Sauerei. Es funktioniert nicht. Das muss ich schon da drücken. Ach, Falltaste links, ich Trottel. Ich habe immer gedacht, ich muss die. Oh, tut das weh. Das ist doch. Oh. Nee, das tut doch schon wieder weh, ey. Das stimmt, muss man auch dazu schreiben, dass der Falltaste links schreiben sollst und nicht die Minustaste hier. 7 Zuschauer um die Uhrzeit. Herzlich willkommen. Moin, 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 moin. Grüßt euch alle hier. Seid dann schön in der Folge drinne. Wenn ihr Bock habt, ich kann ja den Chat noch mit einfügen. Wenn ihr Bock habt, dann seht ihr eure Kommentare über meiner hässlichen Fratze. Ne? Ich übernehme keine Haftung für sämtliche Bild- und Tongeschichten. Also sprich hier, wenn eure Fratze, eure Fratze ist auch schon. Wenn euer Fernseher durch meine Fratze kaputt geht, ist nicht mein Problem. Wo muss ich die Vorräte holen? Sag mal jetzt nicht, wo ich muss hier bis nach ans. Oh, das muss ich ja bis Ende sein. Bis ans Ende der Welt fahren hier. Oh. Und da ist auch noch wieder so einer, der rot markiert ist. Der wird mich doch dann bestimmt töten. So, fahren wir erstmal hin hier im Cabriolet. Ich fahr wieder hier los mit meinem Cabrio. Den Rotzer abholen, dass die was zu saufen haben. Bis ich nicht mehr kotzen kann. Spiegel funktioniert auch wieder nicht hier, Dreck. So ein Schnickschnack hier. Spiegel, bartriger Mensch. Gott sei Dank ist das Radio aus und hält seine Schnauze. So, die Kegel mal hier umfahren. Wer macht das in GTA nicht? So. Genau diese Kegel. Oh, hier, Motorradfahrer. Gleich mal abbremsen hier. Ach, rutsch mal hier mit deinem Scheißhammer. Mensch, Papa. Kenny! Grüße dich. Schön, dass du am Start bist. Warum bist du nur noch wach? Du kleiner Schlüpper, du. Junge, 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 Junge hier. Junge, der Brenner hat einen Begrenzer bis 9000. Junge, ich brauche auch so ein Cabrio. Bis ich nicht mehr saufen kann. Was? Es wurde aus dem Kokainlabor Motorradclub verkauft. Aha, schön für dich. Alter, bist du zu blöd zu fahren oder was? Ey, Junge.
Hast du deinen Führerschein gemacht, Junge? So eine Tropfsteinhöhle, Junge. Oh, ey, Junge, 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 Junge. Knallen muss es in der Luzi. Wo? Bist du schon drin oder was? Warum sagst denn du nichts? Ich muss mal ne. Das weiß ich nicht. Normalerweise ist beides ja Microsoft. Haben wir die illegal geklaut? Du schlimm Schlawiner, du. Wieso? Hey, wenn ich jetzt von der Straße ein Auto klaue, kann ich jetzt nicht mehr tun oder was? Was ist denn das für ein Bullshit? Wie abgerotzt ist denn das von Rockstar, ey? Echt mal jetzt. Ey, bei PS4 konnte ich so niemals fahren. Hier bei PC kann ich so fahren. Wo sind die Rotze hier? Rotze, Rotze, ich fass dir an die Otze. Wer? Ich? Krass, ging doch sonst immer. Was wollen die damit erreichen? Keine Ahnung. Na, dass du halt entweder Shark Cards kaufst und das Spiel damit unterstützt, damit du quasi, wenn du kein Geld hast und wie ich jetzt ein neuer Spieler in dem Game bist, war quasi, was zumindest hier PC betrifft. Ey, was ist denn jetzt los? Ey, die haben meine Vorräte kaputt gemacht, die Schweinesäcke. Ist gerade Bier ausgelaufen aus dem Kofferraum hinten hier. Verbisse dich, Junge. Schieß mal die Lappen hier hinter mir ab. Na, der macht nützlich. Da macht sich mal nützlich. Ja, die wollen einfach damit bezwecken wahrscheinlich. Und dass du halt dann einfach, wenn du kein Geld hast, Shardcards kaufst und dir dann halt so mit Geld aufstockst. Ne? Und die Autos in GTA sind halt natürlich leider nochmal teuer. Kann ich mir so darunter vorstellen. Ja, das kann ja was werden, Kenny. So sieht's aus. So, einfach Motorradfahrer ausgebremst. Perfekt. So muss das sein. Bist übrigens auch in der Aufnahme mit drin, ne? Also alle Leute, die jetzt hier reinsaften. Ne? Alter, lass mein Bier in Ruhe, Junge, sonst komm ich raus. Da gibt's einen auf den Sack. Ey, bis ich doch da bin, ist mein Bier doch kaputt. Gib Gas jetzt, komm, 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 komm. Ich will doch nur ein bisschen Bier kaufen. Lass mich in Ruhe. Ach, das ist wieder typisch GTA, ey. Nice, nice, ja. Und bist du eigentlich noch wach? Da los. Na, die treffen natürlich jeden Schuss. Genau. NPCs treffen jeden Schuss. Meine Vorräte sind gleich kaputt. Brauche ich eigentlich gar nicht weiter probieren. Das ist eigentlich total sinnlos, ohne Waffen da irgendwas zu machen. Wieso habe ich mir eigentlich noch keine Waffen gekauft? Stimmt, das ist eigentlich auch wieder total lost von mir. Ich versuche eine Vorratsmission zu machen ohne Waffen. Richtige Lost-Folge. Siehst du, das hast du dir das Genick gebrochen, du Blödmann. Jetzt, wo meine Dinger kaputt sind. Oh, ey, da kommt doch schon wieder der nächste Zauberhaufen da hinten. Boah. Naja. Gib Gas, 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 Gas. Komm, Juri. Gursula. Gib Stoff. Gursula. Stoff, 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 Stoff. Sind gleich da. Hab's gleich geschafft. Gursula, gib Gummi. Zeig mal, was da Riemen. Leg mal einen Riemen auf die Orschel. Gursula, los. Lass knallen, das Ding. Ah, verpiss dich. Scheiße, ist gleich kaputt. Gleich haben sie mich wieder. Hey, warum sehe ich dich auf der Map nicht? Na, sonst hast du die Spieler trotzdem auch so gesehen. Wenn sie an dir vorbeigefahren sind oder irgendwas.
Gerade weil du ja jetzt auch auf der Map nicht sehen müsstest, weil ich mir ja Vorräte hole. Oh, mit den letzten Fünfchen habe ich es noch geschafft, ey. Wie lost ist das denn? Spielst du FIFA? Nee. Aktuell zumindest auf dem PC nicht. Rang erhöht. Da latsche ich mal ein hier, meinen Schuppen. Anfordern. Wie heißt du denn? Manfred. So, da haben wir ja die Vorräte auf jeden Fall jetzt gehört. Ihr habt gesehen, dass ich sie auf den letzten Drücker irgendwie geholt habe. Bin ich mal gespannt. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, ob man das jetzt hier irgendwo nochmal einsehen konnte. Auf jeden Fall, wenn ihr regelmäßig Vorräte holt, sind natürlich auch regelmäßig Gäste in euren Unternehmen drin. Ne? Und dann könnt ihr demzufolge auch hier ordentlich einen wegsaufen. Ne? Könnt auch natürlich eure eigenen Vorräte selber wegsaufen, dann müsst ihr es aber umso schneller holen und habt keine Einnahmen. Gut, alles klar. Das war die kleine Aufnahme hier. Jetzt gibt es noch ein paar Missionen vielleicht. Wenn ihr Bock habt, seid wieder dabei. Oder auch nicht. Wenn es euch gefallen hat. Oder du musst das Telefonbuch öffnen und dann hast du die Einladung. Oder? Nicht. Genau. Das habe ich, das dann noch mal eine. Ja, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr dann wieder beim nächsten Mal dabei seid. Also, schaltet wieder ein. Jetzt bist du Präsident. Gut, danke.